Ich freue mich auf jeden Fall mal hier zu sein. Das ist unser erster Auftritt hier in Kiel. Wir haben ein bisschen längere Anfahrt. Wir kommen mitten aus Hessen, aus dem Vogelsbergkreis. Das heißt irgendwo aus dem Niemandsland. Wir haben immer von vielen, vielen Besuchern auf anderen Events gesagt, kriegt, hier wäre es sehr nett. Und bisher hat sich das bestätigt. Und ja, freue mich, dass ich auch einen Vortrag halten darf. Erstmal zu uns selbst. Also ich bin neben meiner Eigenschaft als Maintainer unseres Projekts selbstständiger IT-Dienstleister und das jetzt schon bald seit 20 Jahren. Also ich glaube, Februar nächstes Jahr ist es soweit. Dankeschön. Von Anfang an eigentlich immer im Bereich kleiner und teilweise kleinster Unternehmen gearbeitet. Daraus resultieren ein paar besondere Anforderungen, die man vielleicht erst, naja, nicht von Anfang an auf dem Schirm hat. Wir haben uns ja, im Prinzip aus diesen kleinen Bereichen relativ schnell Linux und Open Source Software zugewandt. Anfangs natürlich völlig aus dem falschen Grund, nämlich weil es nichts kostet. Ja, weil das einfach gerade bei den Kleinstunternehmerkunden das Hauptkriterium war. Leider. Das wird der Sache natürlich nicht gerecht. Ja. Wir haben anfangs immer sehr, sehr viele verschiedene Einzellösungen gemacht auf Linux-Basis, irgendwelche kleinen Server für bestimmte Aufgaben und haben aber dann gemerkt, dass völlig branchenunabhängig eigentlich immer wieder gleiche Anforderungen da waren. Und entsprechend haben wir dann halt gesagt, unsere ganzen Einzellösungen wachsen zusammen und werden ein Produkt. Bisschen vielleicht inspiriert durch die böse, böse Konkurrenz, also Microsofts ehemaligen Small Business Server. Das war schon ein Grundgedanke, solche Sachen auch ablösen oder ersetzen zu können. Heute können wir es. 2008 haben wir aus meinen damaligen Basteleien ein richtiges Open Source Projekt gemacht. Das heißt, alles, über was ich hier rede, kann jeder für sich selbst auch ausprobieren. Das heißt, da geht es nicht darum, dass man das irgendwo kauft, sondern das ist zu 100% Open Source. Ich als IT-Dienstleister bediene mich natürlich bei meinem eigenen Projekt und packe das fertig auf Hardware und verkaufe das als Appliance und betreue das dann auch beim Kunden. Was macht das Ding? Oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, irgendwo dachte ich frage hier was. Dann frage ich es einfach mal so, nur mal im Publikum. Wer ist selbst IT-Dienstleister oder arbeitet in dem Bereich? Ja. Wer ist selbst, sagen wir mal, Inhaber oder Entscheider bei einer Firma, die mitentscheiden dürfen, was eingesetzt wird an IT? So. Ja. Aber ich sag mal, ist ein übliches Ergebnis. Das ist nämlich Teil des Problems, speziell bei kleinen Unternehmen. Komm ich gleich nochmal ein bisschen drauf. Aber das ist fast überall, wo ich frage, sieht das so aus. Oft sitzt überhaupt niemand im Publikum, der eigentlich ja, ein eigenes Interesse an einer gescheiten IT für seine Firma haben sollte. Was wir machen, ist nichts Neues. Ganz klar, Netzwerkorganisation, Benutzerverwaltung, File-Server, Dateien schützen, Print-Server, also die eierlegende Wollmilchsau. Überhaupt erstmal nichts Besonderes. Das Besondere war eben die Herausforderung durch die Zielgruppe, eben die kleinen und kleinsten Unternehmen. Ansonsten, sicherlich haben wir mittlerweile auch sowas wie OwnCloud an Bord, aber wir wollen, das ist auch ein bisschen eine Forderung aus diesen kleinen Bereichen, vor allen Dingen aus traditionelleren Unternehmen, den Server in den eigenen vier Wänden haben. Das heißt, unsere Kunden wollen das. Die Zielgruppe, branchenunabhängig, ja, das geht wirklich vom Handwerksbetrieb über Arztpraxen bis hin zu Industriebetrieben. Also überall da betreuen wir selbst Installationen. Ich sage immer 3 bis 30 Computerarbeitsplätze. Wir haben aber auch One-Man-Shows, die das einsetzen. Vor allen Dingen dann interessant, wenn jemand viel unterwegs ist und schon überall an seine Daten muss.
Der Knackpunkt in unserem Zielbereich ist wenig bis gar kein IT-Know-how vor Ort. Und das ist eigentlich das wichtigste Kriterium für die Entwicklung dessen, was wir tun. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier im hohen Norden, wo wir noch nicht waren, eigentlich unser Projekt noch ziemlich unbekannt ist, oder? Ja, okay. Wir hatten zwar neulich mal einen Artikel auf ProLinux, das hat uns doch ein bisschen mehr Interesse eingebracht, aber deswegen sage ich, bevor ich auf die Active Directory-Geschichte eingehe, so ein bisschen was noch zum Hintergrund. Erstmal die Relevanz von Kleinstunternehmen, das ist was, das geht speziell in Deutschland, habe ich immer das Gefühl, ziemlich unter. Wir haben 99,7% aller Unternehmen haben weniger als 500 Mitarbeiter und in Deutschland wird das leider nicht so richtig gezählt, aber wir liegen deutlich über 80%, glaube ich, oder sogar über 90% Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern. Das ist ein gigantischer Markt, ja, der allerdings das Problem hat, dass die potenzielle Kundschaft, also der Markt selber, kein IT-Know-how hat, selten bis nie ein eingeplantes IT-Budget. Hinzu kommt, das steht hier nicht mal drauf, das sollte ich vielleicht mal dazu schreiben, IT oft nur als lästiges Übel angesehen wird. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer mein eigener Autoschrauber, wo ich mein Auto reparieren lasse, der brauchte nur einen Einzel-PC, also der brauchte nicht so eine Lösung. Der hat sich von uns einen PC aufstellen lassen und als ich mit dem Gerät da ankam, das war das Erste, was der zu mir gesagt hat, nicht guten Morgen oder so oder hallo Stefan, wie geht's, sondern wenn das Scheißding nicht funktioniert, schmeiß ich es aus dem Fenster. Ja, das war die Haltung zur IT. Ja, und das treffen wir ziemlich oft an. Steht der Rechner noch? Der steht noch. Ja. Der steht noch. Richtig. Zumindest kann er keine Ersatzteile bestellen, wenn er den nicht hat. Dann kommt Elster. Ja, klar. Natürlich. Ganz wesentlicher Faktor. Ja. Die letzten Punkte sind ganz wichtig. Es ist oft überhaupt kein Bedarfsbewusstsein da. Ja. Viele gehen in dem kleinen Bereich, also hier der kleine Elektrohandwerker oder so, die gehen an die Sache ran, ja, wir kaufen mal im Aldi Computer. Kein Witz, also wir haben das Jahr 2015, ja, und das ist immer noch so. Und dann glauben auch viele, in dem Moment, wo die aufgestellt sind und irgendwie an einem Router hängen und ins Internet können, sind die Kosten für die IT erschöpft. Ja, dass es dann eigentlich erst losgeht. Ja. Ja, und diejenigen, die sagen, irgendwie fehlt mir noch was, die können es aber nicht formulieren. Die können nicht ausdrücken, was ihnen fehlt, was sie bräuchten. Das ist auch ein Riesenproblem. Das klingt für mich aus unternehmerischer Sicht aber als ein sehr anstrengendes Klientel. Ist es, definitiv. Ja, also es ist anstrengend, aber man muss auch mal eins sagen, es ist extremst mühsam, an Kunden zu kommen. Das geht, wenn überhaupt, eigentlich nur über Mundpropaganda. Ganz, ganz, ganz klar. Die andere Seite, wenn man aber eine Weile mit solchen Kunden zusammengearbeitet hat, dann ist das doch bei vielen auch sehr dankbar und sehr, sehr persönlich und sehr intensiv. Und das macht es auch wieder angenehm. Ja. Allerdings machen wir das nicht ausschließlich. Also nur von solchen Kunden und dem Einsatz unseres eigenen Open-Source-Projekts könnten wir nicht leben. Also das geht nicht. Ja. Ja, was daraus resultiert, eigentlich drückt das Bild schon alles aus. Ja. Die Sachen, die zusammengehören, kommen einfach nicht zusammen. Ja. Da erlebt man halt, wenn man irgendwo reinkommt, so Sachen, das ist mir passiert. Jemand ist mit seiner Firma in ein neues Büro gezogen und das war kein Kunde von mir, aber ich sollte mir das Büro mal angucken, war da so stolz drauf. Und er macht die Tür nur auf und ich höre ein Geräusch, staubsaugerartig. Der stand da auf dem Fußboden, mitten im Raum, so ein richtig dicker, fetter, ich glaube ein HP-Server oder so, der einfach einen Höllenlärm gemacht hat, Ventilatoren, der hat aber nichts zu tun gehabt.
Im Prinzip hat er nur schlechte Luft gemacht, der hat Strom verbraucht und Staub durch die Gegend geblasen. Ja? Weil einfach irgendjemand als IT-Dienstleister da war und gesagt hat, du brauchst. Und hat ihm die Lösung verkauft und war nicht mehr gesehen. Ja? Das heißt, das, was eigentlich an Bedarf da ist und das, was dann oben drauf gepflanzt wird, passt nicht zusammen. Das ist dann im Prinzip so, wie das Bild das zeigt. Und da haben wir uns halt einfach gedacht, es muss auch anders gehen. Wir sagen halt, unser Projekt ist quasi aus der Zielgruppe für die Zielgruppe entwickelt. Wir sagen halt, es gibt kein IT-Know-how, das heißt, ich muss ein paar Sachen, mit denen ich mich als IT-Dienstleister eigentlich nicht beschäftigen will, so einfach aufbereiten, dass das auch jemand ohne IT-Know-how hinkriegt oder dass es so einfach ist, dass ich als IT-Dienstleister von mir aus im Wald spazieren gehen kann und nur ein Handy dabei haben, der ruft mich an und ich kann ihm aus dem Wald heraus erklären, wo er draufklicken muss, damit dies oder jenes funktioniert. Ja, das war der Anspruch. Und das andere ist halt, für die komplexen Dinge braucht er den IT-Dienstleister sowieso und er macht es dann per Fernwartung oder kommt ab und zu mal vor Ort. Und die Ansprüche, das ist halt das, was wir in die Entwicklung unseres Projekts mit haben einfließen lassen. So, jetzt mal ein bisschen mehr zur technischen Seite. Active Directory ist mit Thema des Vortrags. Wir kommen natürlich eher aus der klassischen Ecke. Klar, unser Server muss sich in der Windows-Welt behaupten. Das heißt, wir hatten natürlich schon immer mit Samba 3 eine Windows-Domäne und wir haben ein Open LDAP da dran gehangen und haben mit dem Open LDAP aber weitaus mehr gemacht als nur Benutzerverwaltung. Also in unserem LDAP war, kommt eh gleich der praktische Teil, da zeige ich ein bisschen was. Das musste alles umgewandelt werden und musste ins Active Directory wandern. Da Microsoft ja doch teilweise ein bisschen anderes Verständnis von LDAP hat als Open LDAP, mussten wir vieles anpassen. Wir haben ein Jahr lang gearbeitet, um von den klassischen Strukturen hin zu einer Active Directory-basierten Struktur mit Samba 4 gekommen sind, ohne dass wir Verluste hatten. Also wir wollten, das war der Anspruch, wir wollten alles, was wir vorher im Open LDAP an Informationen stehen hatten, in ein Active Directory überführen. Und da gab es dann zum Beispiel gerade mit, weil da DHCP steht, Riesenprobleme mit. Wer kennt sich ein bisschen mit LDAP aus, so interner? Ja. Microsofts eigener DHCP-Server verwendet identische Attribute und Objektklassennamen wie der DHCP-Server vom Internet Systems Consortium. Das heißt, man konnte nicht einfach das Schema des ISC, das LDAP-Schema des ISC konvertieren und ins AD reinpacken. Das ging nicht, das hat geknallt. Das heißt, wir patchen den ISC DHCP inzwischen so, dass er leicht abweichende Namen für Objektklassen und Attribute nimmt. Das war Arbeit. Ja. Ansonsten wichtig, obwohl da gehe ich sowieso auch noch drauf ein, wir unterstützen grundsätzlich, aber auch nach dem Umstieg immer noch Linux-Clients gleichermaßen. Das heißt, Linux-Clients integrieren wir ebenfalls voll in diese Active Directory-Umgebung. Das kann ich jetzt hier aber nicht zeigen, aber wer es sehen will, kann es unten am Stand sehen. Warum das Ganze überhaupt? Aber ich denke mal, das ist vielleicht weitestgehend selbsterklärend. Punkt 1 ist, wenn man in so ein Feld kommt, wo schon ein Server war beispielsweise oder wo eine Branchensoftware eingesetzt wird, die nicht aus der Open-Source-Welt kommt, wird ein Active Directory oder Single Sign-On mittlerweile einfach oft als gegeben vorausgesetzt. Das heißt, wir müssen uns einfach in einer Windows-dominierten Welt behaupten, wo wir mit dem Server eben rein wollen. Also müssen wir uns gewissen Dingen beugen, die da einfach vorherrschen. Und es ging ja lange Zeit gut, auch mit einer klassischen Domäne, mit einer NTLM-Domäne zu arbeiten. Allerdings seit Windows 7 spätestens muss man für einen Domänenbeitritt da schon einen kleinen Registry-Patch einspielen oder zwei Dinge von Hand ändern.
Und ich gehe mal davon aus, dass Microsoft früher oder später die Rückwärtskompatibilität zu alten NT4.0-Domänen aus Windows komplett rauswirft. Und spätestens dann wäre halt Schluss für klassische Installationen. Ansonsten ist es für uns natürlich auch eine Chance. Microsoft hat die eigene Small Business Server-Reihe gestrichen. Seit Ende 2013 hat Microsoft kein eigenständiges Produkt mehr für den Small Business Bereich, wo zum Beispiel sowas wie Exchange bei denen mit integriert ist. Wir haben es aber. Ja, ich sehe das ByteMind-Shirt, wir arbeiten genauso mit Zarafa. Klar. Ich meine, wir hatten vorher bei der klassischen Installation auch noch andere Groupware-Systeme mit drin, aber wir haben erstmal alle wieder rausgestrichen und nur Zarafa drin gelassen wegen der Active Directory-Geschichte und werden jetzt gucken, ob wir nicht Alternativen wieder nachfüttern, aber das hat ein bisschen Zeit. Ja, wo wir gerade bei Zarafa sind und Exchange, wie sieht es denn aus, wenn Zarafa 2017 da? Ist ein anderes Thema, kann ich aber trotzdem ein paar Sachen zu sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass Zarafa die Outlook-Unterstützung erstmal wegstreicht. Wer mit älteren Outlook-Varianten arbeitet, wird mit Sicherheit weiterarbeiten können. Allerdings kann es unter Umständen zu ein, zwei Kompatibilitätsproblemen geben, für die es aber Workarounds gibt. Die andere Seite, die Zarafa-Leute wissen ja auch, dass sie damit am eigenen Bein gesägt haben, sage ich mal. Geplant ist jetzt Ende diesen Jahres noch, soweit die das einhalten, eine eigene Desktop-Application rauszubringen, eine eigene Desk-App, die die Lücke, die dadurch entsteht, weitestgehend füllt. Auf einem Partnertreffen von Zarafa wurde darüber geredet, ob man nicht zukünftig, das gibt es aber noch auf keiner Roadmap, ob man nicht zukünftig so ein Minimal-Plugin schreibt, um öffentliche Ordner zu integrieren in Outlook. Aber das war nur ein Gedankenspiel zu dem Zeitpunkt, ob und wieder was daraus wird, weiß ich nicht. Und das nächste ist natürlich, wird ActiveSync unterstützt. Das heißt, mit neueren Outlook-Varianten kann man eine Anbindung per Active Sync machen, die natürlich nicht so weitreichend ist, wie das bisher war. Ja, aber das ist so derzeitig Stand der Dinge. Ansonsten ist der Fokus ganz klar auf der Web-App. Die ist auch eigentlich schön und gut, funktioniert auch toll. Das einzige Manko ist natürlich klar, wenn ich aus irgendeiner Applikation heraus sage, ich will klicken, ich will eine Mail versenden, dann schwierig. Warum war das mit den Namenskollisionen zwischen den DHCP-Servern überhaupt ein Problem? Na, weil ich eine Schemaerweiterung einbringen musste. Und die Namenskollision bedeutet, es gibt Objektklassen, die eine bestimmte Definition haben und Attribute, die eine bestimmte Definition haben. Also die und die Felder sind möglich. Die unterscheiden sich natürlich. Die haben nur Namensgleichheit. Aber die Definitionen sind bei weitem unterschiedlich. Das war der Grund, ja. Und das gab dann halt gleich beim Versuch, wir konnten natürlich noch nicht mal die Schemaerweiterung einbringen, geschweige denn die Informationen in dem Microsoft-Schema zu speichern. Das geht natürlich. Es wäre ja auch möglich gewesen, die Schemaerweiterung runterzuschrauben, dass diese Attribute nicht neu angelegt werden. Und den hat der DHCP-Server zwar auf den gleichnamigen Microsoft-Attributen, aber halt mit anderen Definitionen laufen. Ja, aber dann hätte man ja an den Schemas rumarbeiten müssen. Ja. Nee. Also es hat sich hinterher herausgestellt, dass es war relativ viel Arbeit, das Schema vom ISC-DHCP aufzubereiten für das AD. Das Patchen selbst des ISC war relativ einfach. Und von daher, wenn man es einmal hat, funktioniert es. Ja. Damit ist das auch vorweggenommen von der Folie. Grundsätzlich haben wir ein gutes Jahr gebraucht, um die Migration zu machen von OpenLDAP hin zu Active Directory. Wir sind auch, habe ich vielleicht nicht erwähnt, wir sind ein relativ kleines Projekt. Also wir sind, sagen wir mal, aktiv 3 bis 4 Entwickler.
wir das stemmen. So, die Anpassungen, die wir machen mussten, zum einen, wir haben ein 3400 Zeilen langes Shell-Skript. Das wird aber nur einmalig benötigt für das Server-Setup. Ja? Das heißt, das Setup grundsätzlich läuft bei uns so ab, dass man, wir basieren auf OpenSUSE und zukünftig OpenSUSE Leap, also dem kommenden LTS OpenSUSE. Man installiert eine minimale, rein textbasierte SUSE-Installation, holt sich eines unserer Repositories rein. Wir haben halt eigene Repositories im OpenSUSE Build Service. Also wir laufen bei OpenSUSE als sogenanntes Spin-off. Installiert unser Setup-Paket, das bereitet halt ein bisschen Dateistrukturen vor, kopiert schon einige Dateien rein ins System, zieht Software nach, die ohnehin gebraucht wird. Und dann kommt eben die Stunde dieses Shell-Skripts. Damit kann man das komplette Setup so weit durchlaufen, dass der Server einsatzfähig ist. Was hinterher fehlt, sind natürlich Anpassungen an so Sachen wie vielleicht Zarafa Groupware individualisieren oder wir bieten auch Kivitendo oder Warvision als Warenwirtschaft oder ERP-Systeme mit an, die müssen natürlich individualisiert werden. Also das ist natürlich dann schon Arbeit, das macht nicht unser Shell-Skript. Das, ja, das mache in der Regel nicht mal ich. Ja, das, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben mit ERP. Ja. Aber natürlich musste das eben alles angepasst werden. Das war halt wirklich was, gerade mit der LDAP-Migration, ein gutes Jahr Arbeit. Eine wesentliche Komponente unseres Systems ist eben ein Webportal, womit man einen Zugang zum einen zu den installierten Applikationen hat, zum anderen aber auch einen Zugang zu eben diesen einfachen administrativen Schnittstellen, die wir jemandem an die Hand geben können, der keinen IT-Know-how hat. Also Benutzeranlegen oder sowas sollte jeder hinkriegen auf dem Server. Das war auch Teil der Arbeit. Die Folien kommen von einem anderen Vortrag, wo ich wusste, die Leute kennen das Projekt und waren da ein bisschen tiefer drin. Ich will jetzt hier nicht so weit drauf eingehen, was wir da alles wie wo gemacht haben, wenn das Projekt nicht so bekannt ist. Derzeitiger Stand ist, die LDAP-Migration ist vollständig abgeschlossen. Mit unserem Invis-Portal funktioniert die Benutzerverwaltung, also direkt im AD. Wir haben uns da halt das Invis-Portal beruht auf PHP und Ajax-Geschichten und wir haben uns da so eine PHP Active Directory-Klasse ADL LDAP reingeholt, um das zu nutzen. DHCP funktioniert dank dessen, was wir mit dem Patch gemacht haben. DNS-Verwaltung ist ein bisschen ein Problem gewesen. Das heißt, Einträge vom DNS-Server ins LDAP oder ins Active Directory zu packen, das war deshalb ein Problem, weil Microsoft die Informationen in den DNS-Resource-Records hasht auf eine ganz sonderbare Art und Weise. Da sind wir noch nicht dahinter gestiegen, wie die das machen. Deswegen gehen wir einen kleinen Umweg. Samba 4 bringt das Samba-Tool mit. Die haben sich tatsächlich, das ist ja in Python geschrieben, die haben sich da auch eine eigene Klasse für geschrieben, um diese Hashes nachzubauen. Und wir gehen jetzt aus unserem Invis-Portal heraus derzeit den Umweg und bemühen das Samba-Tool. Wir haben aber durchaus auch vor, das zu zerlegen und das nativ zu können. Neu ist, dass wir über das Invis-Portal auch jetzt APC USVs auslesen können und Statusinformationen wiedergeben können. Das ist vielleicht ganz interessant. Gucken wir uns aber alles später an, also eigentlich gleich. Zarafa Groupware hatten wir schon gesagt. Kivitendo haben wir bereits ans Active Directory angebunden. DokuWiki haben wir drin, authentifiziert gegen das Active Directory. OwnCloud haben wir drin, authentifiziert gegen das AD. Und natürlich können die Invis-Server auch mit den Microsoft'schen Remote-Server-Tools administriert werden, sogar inklusive unserer Erweiterung. Man muss da nur die erweiterte Ansicht öffnen und kann dann ins LDAP eintauchen und kann auch einzelne Attribute bearbeiten. Derzeitiger Stand ist natürlich, klingt lächerlich. Also wir haben jetzt
Ich selbst als Dienstleister oder wir als Dienstleister, wir betreuen derzeit 3 Produktivinstallationen mit dem Active Directory im Kern. Ein Kollege von uns, der auch im Projekt mitarbeitet, betreut 2. Wir haben 2 weitere in Planung und ich weiß aber auch, dass andere in Eigenregie in Arbeit sind. Ist nicht viel, ist natürlich nicht vergleichbar mit Zahlen, von die Univention oder so auf den Tisch legen könnte, das ist mir völlig klar. Aber tatsächlich, ich hatte bei der Einführung der ersten beiden Produktivinstallationen, hatte ich wirklich gedacht, das wird vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit geben, aber nichts, das hat einfach funktioniert. Das war ein gutes Gefühl. Weil, ich meine, wir machen es ja schon ein paar Jahre und die klassische Installation, da weiß ich halt genau, auf was ich mich einlasse, das kannte ich in- und auswendig. Hier, man betritt halt Neuland irgendwann, ja. Und so, gehen wir mal ein bisschen in das System rein. Ich habe das auf 2 virtuellen Maschinen. Ich nähere mich dem Ganzen jetzt einfach mal von dem Windows 7 aus an. Also das System ist natürlich Domainmitglied. So, das ist so präsentiert sich dieses Portal direkt, wenn man sich aus dem lokalen Netzwerk heraus anmeldet. Man kann sich an dem Server natürlich auch via Internet anmelden, dann sieht die Sache anders aus, dann bekommt man erstmal gar nichts gezeigt, außer den Hinweis, dass man sich bitte anmelden soll. So, ich mache das mal und ich nehme mir auch gleich den Administrator. Also auch hier, die Informationen ziehen wir natürlich alle aus dem AD. War aber am Anfang natürlich auch alles steinig, bis man dahin kam. Das Erste, was man hier sieht, ist dann eben Zugriff auf lokal installierte Applikationen. Denke ich, ist aber jetzt hier wirklich weniger wichtig. Grundsätzlich sollte man auch sagen, jedes aktive Element hier, das heißt jeder Link, den wir hier sehen, ist ein Objekt im LDAP. Das ganze Portal ist komplett über ein LDAP konfiguriert letztlich. Das hier war eine lustige Geschichte. Das ist eigentlich lächerlich. Das ist nichts anderes als Links ins Internet. Ja? Der Vorgänger dieses Invis-Portals war eine statische HTML-Geschichte. Das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Und als wir darüber diskutiert haben, wie wir das Portal aufbauen, war natürlich klar, sowas wie Links, die wir vorher nur reingepackt hatten, damit es nach mehr aussieht, ja, fliegen dann natürlich raus. Dann war es gerade so, das war wirklich, das passte wie die Faust aufs Auge, als wir darüber diskutiert haben. Genau in dem Moment klingelte das Telefon, es rief ein Kunde an, auch noch mein Cousin, Chef eines großen Weinguts, und sagte, er kann nicht mehr ins Internet. Ich habe mich parallel per SSH auf seinem Server eingeloggt und habe gesagt, du kannst ins Internet. Ich kann ja auf deinen Server. Nee, geht nicht. Dann habe ich herausgefunden, dass tatsächlich einfach aus irgendeinem Grund der Apache-Webserver gestorben war und er seine Links nicht mehr hatte. Er wusste damals nicht, und das kennzeichnet die Zielgruppe, dass man hier oben im Browser Adressen eingeben kann. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das drin, wir peppen das ein bisschen auf. Ja, das heißt, jeder Link steht im LDAP, wir können die alle individuell anpassen, einschalten, ausschalten, wie es jeder will. Und schon ist da aus einer blöden, langweiligen Linksammlung was Netteres geworden. Das geht halt so weit, dass auch User sich browserunabhängig noch eigene individuelle Links dazu packen können. Die landen dann auch im Active Directory. Ja, ja. Wir haben das noch nicht irgendwie selbst ins Portal eingebaut, sodass man da die Tools verwalten kann. Wir haben aber einen Kommandozeilen-Client, um die Dinger wenigstens ein- und auszuschalten, einzeln, die vorhandenen. Es geht, ja. In die ähnliche Richtung gehen ja Kontaktdaten. Ja. Kunden, Datenbanken, ja, oder Chatdaten. Ja, also. Wir haben mal vorgesehen, das haben wir mit migriert,
so eine Art globales Adressbuch, unabhängig von einer eingesetzten Groupware, die direkt im LDAP ist. Das haben wir mit migriert, aber seit der Migration erstmal nicht angefasst. Aber es ist potenziell vorhanden und sowas soll auch wieder möglich sein. Ja. So, das hier ist eine Statusseite, wo im Prinzip angezeigt wird, klar, wie geht es dem Server. Hier sagen wir bewusst, ich bin zwar jetzt hier als Admin angemeldet, deswegen haben wir hier oben den roten Reiter. Wir sagen bewusst, diese Statusseite setzt nicht voraus, dass jemand Admin ist in dem Netzwerk, sondern wir wollen gerade bei den kleinen Kunden jedem zeigen, wie es dem Server geht. Ganz einfach, damit wir auch versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass da irgendwo in der Ecke so eine kleine Kiste steht, die wichtig ist. Ja? Also ich bin da. Wäre es da nicht hilfreich, diesen Statuslicht oben auch rot zu machen, wenn es da unten links gerade so rot blinkt? Weil dann sehe ich es direkt von der Startseite, dass wir wohl irgendwas auf dem Start. Ja, dass das Server Probleme hätte, oder? Das wäre vielleicht eine interessante Idee. Die nehme ich auf. Also, ja. Also ich hab tatsächlich schon über die Farben nachgedacht, aber das vielleicht aktiv zu machen, dass das rot wird, wenn es ein Problem gibt, das wäre eine gute Idee. Da muss ich nicht extra draufschauen, wenn ich sehe, da ist was, ja. Warum? Ja, nee, das ist eine gute Idee. Das lässt sich auch grundsätzlich umsetzen. Das greife ich auf. Dankeschön. Ansonsten gilt hier, klar, Ampelschema, sieht man ja, grün ist gut, rot ist schlecht und alles dazwischen ist bedenklich. Ja, also das versteht natürlich auch jemand, der nicht versteht, was er da eigentlich sieht. Und darum geht es im Wesentlichen. Ja? Und wenn er hier irgendwas findet, was eben komisch ist, dann soll er es halt hier rauskopieren und in unsere integrierte Helpdesk-Funktion reinpacken und uns eine Mail schicken. Ja? Hier ist es so, bei diesem Minimal-Mailer, der Absender ist immer derjenige, der am Invis-Portal angemeldet ist. Und der Empfänger ist ein serverseitig einstellbarer IT-Dienstleister. Ja, so ohne, dass da noch mehr Aufwand betrieben werden muss. Einfach was reinschreiben, senden, klicken, fertig. Ja, darum geht es, es soll halt einfach sein. Dann kommen wir mal mehr zur administrativen Seite und das, was uns natürlich auch die Arbeit gemacht hat. Hier unten die Tools sind, denke ich, meist alte Bekannte. Also da ist sowas dahinter, klar, wie PHP, MyAdmin oder was auch immer, was man so braucht, um die einzelnen Sachen zu betreuen. Hier ist ein PHP LDAP Admin dahinter, damit kann ich durchaus auch im Active Directory arbeiten. Ja. Man sollte eigentlich wissen, was man tut, wenn man das macht. Was wir hier drin haben, ist Shell in a Box. Das zickt immer ein bisschen rum, aber irgendwann zeigt er einem auch ein Login. Das heißt, ich kann auch über den Webbrowser den Server auf der Konsole administrieren. Ich sollte nur nicht den Apache neu starten, wenn ich das mache. Dann fliegt mir die Session natürlich um die Ohren. Also das hier sind so die üblichen Verdächtigen. Allerdings richten die sich natürlich nicht an den ahnungslosen Admin vor Ort, sondern das ist halt das, was der Dienstleister eventuell benutzt. Ja. Die Sachen, die sich an die User vor Ort richten, sind hier oben. Klar, ganz einfache Benutzerverwaltung. Wir haben aufgrund der Fülle von verschiedenen vorgefertigten Dingen und auch unserer verschiedenen Gruppen an Kategorien von Usern jetzt mal die Möglichkeit gemacht, hier die Sachen einzeln auszublenden oder wieder einzublenden, ja, damit man sich auf irgendwas fokussieren kann. Diese Bezeichnungen hier, Windows plus Unix, Windows plus Unix plus Groupware, die bedürfen noch einer Optimierung. Ja, das ist uns vollkommen bewusst. Ich habe das erstmal einfach nach Funktion benannt. Ja? Das geht einfach darum, welche Attribute bekommt ein neuer Benutzer. Ja? Wir arbeiten grundsätzlich mit den, wer das kennt, mit den RFC 2307 Erweiterungen, so dass wir Linux-Clients quasi direkt anbinden können und kein ID-Mapping machen müssen mit irgendwelchen erfundenen User-IDs oder so, sondern wir ziehen die aus dem AD. Ja.
Das war mir sehr wichtig. Deswegen steht hier überall das Unix mit drin. Das entspricht also hier diesen Service for Unix Extensions, wie es jeder Windows-Server auch hat. Und natürlich Groupware. Das heißt, wenn ich hier einen Benutzer anlege und ich wähle das eben aus, dann werden halt gleich zum Beispiel in dem Fall Zarafa-Attribute mitgesetzt im AD. Ja. Und wir haben uns hier bewusst auf wenige Sachen beschränkt, die der Laien-Admin eingeben muss. Ja, es läuft halt vieles allein über die Auswahl der Kategorie automatisch ab. Und alles andere, wenn es diffiziler rangehen muss, dann kann man das über die Microsoft'schen Remote-Server-Tools oder über PHP LDAP-Admin machen. Ja? Aber ich will die Anwender dieses Systems eben nicht überfordern. Ja? Bitte? Wobei Fotos immer gerne genommen werden. Ja, das setzt aber dann schon wieder ein Upload voraus. Und wo habe ich denn noch gleich die Datei liegen? Ja, und das will ich bewusst da erstmal raushalten. Ja, obwohl das durchaus ein schönes Feature ist. Ja, also ich meine, wenn man da ein Foto drin hat und man würde hier oben auf Einstellungen gehen und würde sein eigenes Konterfei sehen, das wäre vielleicht ganz lustig, ja, aber es ist nicht überlebenswichtig. Und wie gesagt, das richtet sich an eine Zielgruppe, die messen der IT sowieso viel zu wenig Bedeutung bei. Ja? Die setzen sich damit nicht mehr auseinander, also überhaupt nicht auseinander. Aber wenn man nochmal ein ernsteres Thema nimmt, Daten zurücksichern, würden Sie das Endanwendern zumuten oder ist das eine Aufgabe? Nee, das würde ich dem Dienstleister machen. Zum Thema Datensicherung kann ich einen kleinen Schlenker machen, weil das ja hier eben so schön drin stand, seit dem 01.01.1970. Wir machen auch zielgruppenorientiert die Datensicherung. Wir ermöglichen, dass... Oh, jetzt muss ich erstmal was trinken. Wir ermöglichen eine Datensicherung mit einem integrierten System entweder auf einem vorhandenen Backup-Server, das ist einfach irgendein kleiner Linux-Server, der irgendwo steht, also klar, räumlich getrennt von den Originaldaten, oder aber auf USB-Wechselfestplatten. Und da benutzen wir UDEF, also Hardware-Erkennung, das heißt, das Einstöpseln der Backup-Platte löst das Backup aus. Aber nur dieser Backup-Platte und nicht irgendeiner Platte. Das heißt, die wird eindeutig identifiziert und dann löst das Backup aus. Und das Backup selbst ist eine Kombination aus LVM-Snapshots plus RDIF-Backup. Ja. Und RDIF-Backup, wer das kennt, den letzten gesicherten Stand kann man einfach per Copy und Paste zurückschieben. Das könnte man je nachdem einem Anwender vor Ort vielleicht zumuten. Aber so wie man eine ältere Version einer Datei zurücksichern muss, muss man RDIF-Backup selbst auf der Kommandozeile anwenden. Und das kann die Zielgruppe definitiv nicht. Das heißt, dafür braucht es den IT-Dienstleister, ganz klar. Ja. Ich habe eine kurze Frage. Der Typ des Benutzers, den man ihn angelegt hat, kann man das noch anschließend wieder ändern? Nicht über das Portal. Ja. Ändern, obwohl, also in den Typ, muss ich jetzt mal gucken, jetzt bin ich ja selbst. Wenn man zum Beispiel vergessen hat, die Kontrolle einzubinden. Nee, genau, haben wir nicht drin. Das haben wir nicht drin. Also, dass man zum Beispiel Unix oder Zarafa-Attribute nachliefert oder sowas, nee, das haben wir nicht drin. Aber auch ein guter Punkt, dass man da vielleicht das auch noch nachreicht. Dass man es auch so austauschen kann, dass man ja. Ja. Sauber wieder ausgelöscht wird und eingebunden wird. Nee, das ist aber ein guter Punkt. Nehme ich auch auf. Also zu dem Thema, das kommt nachher auch noch auf eine Folie, Ziel der Migration. Also wir haben sie, sagen wir mal so, als abgeschlossen erklärt. Das war zu den diesjährigen Chemnitzer Linux-Tagen, das war so Anfang März. Danach gab es natürlich noch eine Menge Feintuning an der Geschichte und wir haben halt bei denen, die das produktiv einsetzen, haben wir, was die wirkliche Ausnahme ist, zwei sehr IT-affine Anwender. Und die haben aus ihren Erfahrungen schnell Vorschläge gemacht
Und da haben wir jetzt, habe ich sehr, sehr viel nachgearbeitet, was da aus der User-Ecke kam. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, man kann sicherlich aus den Grundfunktionen des Active Directories, was es hat, auch noch wesentlich mehr Kapital schlagen. Und das haben wir noch ein bisschen vor uns. Da wird auch noch viel kommen. Ja. Aber trotzdem, das ist auch ein guter Hinweis, dass man den Typ wieder ändert. Bei den Gruppen, die angelegt werden, erstmal kann man die ganzen Microsoft-schen Build-ins ausblenden. Das haben wir gemacht, damit es nicht zu sehr überfordert. Wenn man über das Portal eine neue Gruppe anlegt, wird gleichzeitig für die Gruppe ein Arbeitsverzeichnis auf dem File-Server angelegt, wo eben nur die Gruppe darauf Zugriff hat. Ja? Wird die Gruppe wieder gelöscht oder auch ein Benutzer gelöscht, wird zunächst der Datenbestand archiviert, der da ist, und in eine spezielle Archivfreigabe verschoben, auf die nicht jeder Zugriff hat. Das ist einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen. Wenn jemand sagt, er gewährt seinen Mitarbeitern relativ viel Freiraum, was sie in ihren eigenen persönlichen Verzeichnissen tun dürfen, dann darf da natürlich nicht zwingend jeder andere drauf. Also wird es archiviert, irgendwo weggepackt und nur Berechtigte können da später drauf zugreifen. PCs hinzufügen, da geht es einfach darum, neue IP-Geräte ins Netzwerk aufzunehmen. Und zwar also mit einer Reservierung im DHCP und einem Eintrag im DNS. Wir unterscheiden hier grundsätzlich zwischen verschiedenen Geräteklassen. Das ändert aber lediglich den IP-Adressbereich, wo die Reservierung liegt. Einfach nur, damit man ein bisschen Ordnung im Netz hat. Damit man weiß, aha, wenn ich hinten, was weiß ich, Punkt 20 stehen habe, ist das halt ein Drucker. Ja, darum geht's. Was wir vor einiger Zeit dazu gebracht haben, das kann man tatsächlich, das lässt der ISC-DHCP-Server zu mit seinem LDAP-Schema, dass man ein Freitextfeld hat. Wir nutzen das, um den Standort des Geräts hier mit einzutragen. Das ist, gerade wenn die Installationen größer werden, doch sehr, sehr wichtig. Ja, wo steht das Gerät? Hinter dieser Trockenbauwand. Ja, klar. Nee, und ansonsten braucht man natürlich die MAC-Adresse, klar, für die Lease. Die Funktion, die sollte eigentlich hier gar nicht sichtbar sein. Da geht es quasi vagabundierende Geräte aufzufinden im Netz und dann automatisch hinzuzufügen. Finden klappt schon, hinzufügen noch nicht. Das war interessanterweise eine Funktion, die der ursprüngliche Maintainer des Portals schon mal angefangen hatte zu bauen und hat sie aber im Quellcode auskommentiert, und ich habe sie bestimmt 3 Jahre lang gesucht. Und jetzt hier beim Umstieg auf Active Directory bin ich drüber gestolpert und habe es wieder hervorgeholt. Was wir neu drin haben, das hat allerdings jetzt nichts mit Active Directory zu tun und es dauert auch einen Moment, weil da ein Shell-Skript im Hintergrund erstmal läuft. Dienste. Da sollte natürlich der Admin vor Ort normalerweise die Finger davon lassen. Das sollte er nur unter Anweisung machen, aber man kann tatsächlich inzwischen über das Portal Dienste starten, stoppen, einen Reload machen und natürlich sehen, ob es zum automatischen Start vorgesehen ist oder nicht. War tatsächlich auch eine Forderung von einem Kunden, der das wollte. So, was haben wir noch? Ich habe gerade Virenscanner gesehen. Ganz normaler Klemmer-V? Ja. Grundsätzlich kann man mehrere Sachen einbauen. Also was wir nicht haben, ist ein Echtzeit-Virenscanner auf dem File-Server. Weil da sage ich einfach, das soll gefälligst auf jedem Client laufen. Ja. Da gehört es auch hin. Was wir haben, ist natürlich klar für die E-Mail-Funktion, für ein- und ausgehende Mails in Verbindung mit Amavis. Und Amavis selbst ist flexibel genug, um eigentlich mit fast jedem Linux-tauglichen Virenscanner umzugehen. Wir selbst als Dienstleister haben lange Avira eingesetzt. Leider hat Avira die ganzen Linux-Produkte abgekündigt. Will ich jetzt nichts zu sagen. Und wir haben Avira natürlich entsprechend hier auch immer drin gehabt. Ja, man konnte sich beim Setup einfach auswählen, will ich Klammer-V oder will ich Avira. Und so könnte man das natürlich mit jedem anderen auch machen. Ja, ist halt natürlich eine Frage
des Testens, weil ich will das natürlich möglichst auch automatisiert dann einrichten. Ja. Und das sind die verschiedenen Linux-Tools doch alle ein bisschen eigen, sage ich mal. Avira war relativ harmlos. Was der Virenscanner auch noch macht, ist, wenn ich das möchte, dass er zyklisch nachts halt mal die ganzen Freigaben durchscannt oder die Profilverzeichnisse der Benutzer, wenn ich mit Roaming-Profiles arbeite. Das machen wir auch. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal aus der Sicht an. Jawohl. Also das hier müsste jetzt schon die erweiterte Ansicht sein. Jo. Das heißt, das hier ist jetzt im Prinzip ein Überblick über den ganzen LDAP-Baum. Wir haben hier bewusst erstmal einen eigenen Unterknoten geschaffen, wo ausschließlich unsere Sachen im LDAP-Verzeichnis liegen. Also klar, das könnte man im PHP-LDAP-Admin genauso sehen. Da haben wir zum Beispiel hier, das sind die ganzen Einträge im Invis-Portal. Das ist eine ganze Menge. Ich kann, wie gesagt, jeden einzelnen Eintrag, da war jetzt wahrscheinlich der Doppelklick falsch. Habe ich doch nicht die erweiterte Ansicht? Ach so. Ich kann hier über den Attribut-Editor natürlich alles Mögliche daran ändern. Das ist ein bisschen kryptisch, da ist dann PHP LDAP Admin tatsächlich einfacher. Wie gesagt, wenn ich aber einzelne Elemente im Portal ein- oder ausschalten will, haben wir auch ein Shell-Skript, was das macht. Muss ich dann eben auf die Kommandozeile. Aber da kann ich dann einfach aktivieren oder deaktivieren sagen. Aber ich kann trotzdem grundsätzlich alles hier über den Attribut-Editor auch von der Windows-Seite aus bearbeiten. Eine Liste, die leider mal wieder gepflegt werden müsste von Mail-Providern, haben wir da drin. Und zwar mit den Standard-Server-Adressen und so weiter. Das stammt von einer ganz alten Applikation. Damit hat die ganze Invis-Server-Geschichte mehr oder minder angefangen. Bitte jetzt, genau, macht's und nicht lachen. Also das ist eine reine uralte PHP-Applikation. Die soll eigentlich mal voll integriert werden in das Invis-Portal. Dazu sind wir nur noch nie gekommen. Der Hintergrund dieser Geschichte war einfach, dass ich jedem Nutzer des Invis-Servers die Möglichkeit an die Hand geben wollte, eigene E-Mail-Konten selbst am Server einzurichten. Das heißt, externe E-Mail-Konten von irgendwo zu holen. Die Server werden ja oft in kleinen Unternehmensstrukturen eingesetzt. Da geht es auch oft relativ familiär zu. Das heißt, oft gibt es gar keine große Trennung mehr zwischen Privat und Firma. Das heißt, je nachdem werden da relativ viele Mail-Konten von irgendwo eingeblendet. Und um das so möglichst einfach zu machen, haben wir halt zum Beispiel diese Mail-Provider-Liste mit drin. Das heißt, er kann dann einfach aussuchen, ich bin bei dem Provider, und dann werden die richtigen Server alle schon vorgegeben und es gibt dann noch Hinweise, wie der Rest auszufüllen ist. Es war den Kunden trotzdem auch schon zu kompliziert, aber da kann ich wenigstens wieder jeden am Telefon von Ferne durchleiten. Ja? Man kann da drüber auch hinterher sagen, ja, aktiv, also das Konto ist aktiv, das heißt, E-Mails werden abgeholt oder es ist inaktiv, Mails verbleiben auf dem externen Server und solche Sachen. Ich kann natürlich die Konten auch wieder löschen. Was da dann passiert, jedes Konto, was ich hier drüber anlege, wird auch ins Active Directory geschrieben. Ja, das heißt, die Informationen werden zu den Benutzerkonten zugeordnet abgelegt. Und daraus wiederum darauf wiederum kann Postfix zugreifen und Fetchmail. Für Fetchmail wird aus dem AD-Datenbestand quasi eine Fetchmail-RC generiert. Das macht aber auch das Tool. Ja. So. Ja, der beschworene DHCP-Server mit all seinen Einträgen. Und ansonsten
würde ich mal sagen, hier muss ich gar nicht viel zeigen. DNS-Verwaltung klappt natürlich genauso, weil daran haben wir ja nichts geändert. DNS haben wir einfach genauso gelassen, wie Microsoft das im AD vorgibt. Wäre ja blöd, daran was zu machen. Das Einzige ist halt, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, das könnte ich doch mit dem PHP-LDAP-Admin, aber das ist auch nicht so interessant, wie diese gehashten Einträge aussehen. Das sind einfach nur kryptische Zeichen. Also PHP-LDAP-Admin ist normalerweise ganz gut, verschiedene Hash-Algorithmen oder so zu erkennen und Dinge im Klartext wieder anzuzeigen, aber dabei gelingt es einfach nicht. Aber es ist keine Verschlüsselung. Also es ist einfach nur irgendwie gehasht oder mit irgendeinem Algorithmus verarbeitet. Ich habe keine Ahnung. Verschlüsselt ist es nicht. Man kann sich die Informationen tatsächlich auch im Klartext anzeigen lassen. Gut, ich bin im Wesentlichen durch. Wir haben 5 Minuten vor. Fragen? Klar. Du sagst, ihr macht das jetzt Open Source Projekt. Ja. Wie viel davon macht ihr immer noch selbst? Wie viel als Patches? Wir machen alles selbst im Moment noch. Also wir kriegen Hinweise und Tipps, so wie jetzt hier erfolgt, und setzen sie dann selbst um. Wir sind halt, wie gesagt, ein sehr kleines Team, aber wir freuen uns über Zuwachs. Ja? Wie schaut es aus? Diverse NAS-Geräte unterstützen ja inzwischen, dass man virtuelle Maschinen mit drin fährt. Ja. Habt ihr ja. Nein. Beziehungsweise habt ihr fertige Appliances dafür? Nein, das haben wir nicht. Okay. Nee. Ist ein bisschen der Zielgruppe geschuldet. Das ist halt wirklich, da geht es erzkonservativ zu meistens. Sie wollen einfach die Hardware sichtbar dastehen haben. Ja. Ja. Wie die Hardware da steht, ist ja. Ja, ich weiß. Ja. Umgekehrt machen wir es natürlich so inzwischen. Das ist natürlich auch der Situation geschuldet. Wir haben ein VirtualBox mit integriert und können selbst natürlich VMs laufen lassen. Das war einfach, klar, die Forderung war, wenn wir schon einen Windows-Server ablösen können, was passiert dann beispielsweise mit MS SQL? Ja, das können wir da definitiv nicht unter Linux machen, aber da haben wir einfach gesagt, dann muss die Hardware ein bisschen dicker ausfallen und man virtualisiert dann ein Windows. Ja, das haben wir in der Richtung drin, aber ansonsten ist eher der konservative Ansatz, das Ding ist erstmal das Blech und dann, ja. Das habe ich jetzt ehrlich beinahe unterschlagen. So der Ausblick, das erste hatte ich schon gesagt, wir wollen natürlich aus dem Active Directory mit den Funktionen, die das so bietet, mehr Kapital schlagen in Zukunft. Das heißt, wir wollen noch mehr Nutzen daraus ziehen. Dazu müssen wir uns aber selber natürlich noch weiter damit beschäftigen. Bisher war die Beschäftigung hauptsächlich dahingehend eben A, es in Betrieb zu kriegen und B, unsere Sachen wieder da reinzubekommen. Ja. Dann, was unseren Server durchaus früher mal beliebt gemacht hat, war, wir hatten einen nativen KPI-basierten Fax-Server drin. Das ist immer noch im Einsatz. Das heißt, wir haben alte Server, die wir auf gar keinen Fall aktualisieren dürfen, wegen der Fax-Funktion. Und viel weniger als man einem Glauben machen möchte, ist Fax natürlich nicht tot. Das heißt, es gibt gerade im Medizinbereich da ist Faxen noch sehr, sehr beliebt und da braucht es irgendwann, wir brauchen Alternativen und ich würde halt gerne in Zukunft wieder irgendwas in den Server integrieren und wenn es eine Mail-to-Fax-Lösung ist oder Fax-to-Mail. Wie auch immer, ob wir das selber machen oder das extern irgendwie nutzen, weiß ich noch nicht. Aber irgendwie müssen wir da noch drüber nachdenken, weil die Forderung seitens der Anwender ist da. Irgendwas mit Fax. Die Integration dieser Mailkontenverwaltung ins Invis-Portal ist eine Aufgabe, die ansteht, ganz klar. Eine eigene Setup-DVD, die Werkzeuge dazu haben wir im Prinzip durch den OpenSUSE Build Service. Aber auch da fehlt uns die Manpower, muss man wirklich sagen. Long-Term Support ist grundsätzlich bald möglich. Wir basieren auf OpenSUSE, aber wer die jüngere Geschichte mitgekriegt hat von OpenSUSE, die kommende nummerierte Version basiert zu großen Teilen auf SUSE Linux Enterprise Komponenten und wird mit SUSE Linux Enterprise Service Packs frisch gehalten.
Und diesen Weg wollen wir natürlich mitgehen, ganz klar. Nicht viel. Wir wussten es relativ frühzeitig und haben die letzte Nummerierte, die OpenSUSE 13.2, bewusst gar nicht erst unterstützt. Wir benutzen die 13.1, die ist auch eine Evergreen, das heißt, die läuft noch eine Weile. Und von da aus ist es ein Upgrade. Ja, da haben wir durchaus drüber nachgedacht, ob das nicht ein Problem wird, ja. Nee, machen wir nicht. Das heißt, 13.1 wird mindestens noch bis November, Dezember 2016 unterstützt, mindestens noch. Ich vermute mal, da sie immer noch in der regulären Maintenance ist jetzt, sogar noch länger. Das heißt, Evergreen läuft noch gar nicht. Ja, das hängt mit den Umstrukturierungen mit OpenSUSE Leap zusammen, also mit der neuen LTS. Dann 3400 Zeilen für ein Shell-Skript, da kamen ja eben schon die Lacher. Das ist eigentlich zu viel, das sollte man in Module zerlegen. Grundsätzlich ist das aber möglich, weil wir da drin ohnehin schon mit Funktionen arbeiten. Das heißt, das werden wir einfach separieren. Wir suchen natürlich auch. Ja, also wer sich berufen fühlt, an einem Open-Source-Projekt auf die eine oder andere Art mitzuarbeiten, klar, was für uns ganz wichtig ist, aber das passiert ja auch teilweise schon, Admins, die das testen und Ideen einbringen, die wir dann umsetzen können. Das passiert zunehmend, spätestens seit dem Pro-Linux-Artikel. Und dann, klar, Entwickler für relativ einfache Sachen, also PHP, JavaScript, Shell Scripting. Wichtig ist uns natürlich, wenn die Leute sich mit LDAP auskennen würden, und das findet man leider selten, die Kombination aus Webentwickler und LDAP-Kenntnisse. Da haben wir irgendwie bisher Pech gehabt. RPM-Paketierer sind sehr willkommen und Sponsoren würden wir auch nehmen. Ansonsten sage ich mal, ich bin gerne noch für weitere Fragen bereit, wenn es die Zeit hergibt. Ansonsten unten am Stand. Eins ist vielleicht ganz wichtig, und da sind wir auch stolz drauf. Wir sind immer wieder damit konfrontiert worden, dass wir, oder wenn wir mit Open Source irgendwo reinkommen, sind, das ist ja alles so schlecht dokumentiert und was ist, wenn es euch mal nicht mehr gibt und wie und was. Wir sind ziemlich stolz auf unser Wiki. Da steht, glaube ich, so sicherlich nicht immer top aktuell, aber so 90% all dessen, was wir in Sachen Invi-Server machen, steht da drin. Ja? Das heißt, auf der Basis, denke ich, sollte jeder einen Einstieg sowohl ins Selbstinstallieren als auch ins Mitmachen beim Projekt finden. Ja, also da steckt extrem viel Zeit drin in dem Wiki. So, ansonsten, ich bin durch. Gibt es noch Fragen? Ich wollte mal fragen, ob du darüber nachdenkst, das Open wieder zu aktivieren. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist wegen Spam geschlossen. Ja, und wir haben stattdessen eben die Mailinglisten eingeführt. Das Forum wurde allerdings mehr frequentiert, mehr genutzt als Mailinglisten, das ist mir schon klar. Ich bin mir noch nicht sicher, ja, weil der Aufwand, das sauber zu halten, war extrem hoch zum Schluss. Ja, ich muss aber auch sagen, wir haben das mit dem, wie hieß dieses, BB? PHPBB gemacht. Das liegt jetzt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Ich weiß nicht, hat sich da was getan in Sachen Spam-Abwehr? Ja, dann. Das ist halt der Spam-Magnet, weil es allein sitzt. Ja, klar. Ja. Und deswegen, ja, wir haben halt, also das muss man wirklich sagen, wir haben halt leider nur begrenzte Manpower. Ja? Ja. Und da sage ich halt, ich im Moment, die Mailingliste funktioniert, ja. Und ich investiere lieber Zeit ins Wiki, weil das nach außen hin doch wichtiger ist. Ja, und natürlich in die Entwicklung. Das andere ist uns echt über den Kopf gewachsen. Das kann ich gut verstehen. Also ich meine, das Wiki ist wirklich ganz gut gelungen. Und da stehen die ganzen Informationen ja auch sehr komprimiert drin. An den Foren muss man sich ganz viel zusammensuchen. Ne? Ja, klar. Ja. Es gab auch noch mal eine Mailingliste unter OpenSUSE-Regie, die haben wir allerdings tatsächlich sterben lassen, weil als die eingeführt wurde,
wussten viele nicht, dass es unser Projekt schon eine Weile gibt und haben gedacht, das ist was ganz, ganz Neues, was jetzt neu kommt und haben neue Ideen reingebracht und das war fast alles irgendwie so ein bisschen im Home-Server-Bereich mit Videostreaming für daheim und so und haben alle gesagt, nee, halt falsch verstanden. Ja. Und deswegen haben wir uns da dezent wieder zurückgezogen. Das heißt, wir machen unsere eigenen Mailinglisten, aber wer da mal mitdiskutieren will, die Adressen sind natürlich unter der Projektseite. Ja, dann. Noch eine Anregung vielleicht. Ja? Ganz viele Firmen aus der potenziellen Zielgruppe werden in den nächsten Jahren ihre Telefoninfrastruktur komplett erneuern müssen. Ich weiß. Wenn man da einen kleinen Webserver mit App-Direktion oder einbauen würde, könnte das zum Tür machen. Ja, könnte es. da stehe ich mir vielleicht sogar ein bisschen selbst im Weg, weil ich als IT-Dienstleister, ich bin ja nicht nur das Projekt. Ich mache natürlich Telefonanlagen und ich bin Partner von Acfeo und die sind recht gut im IP-Geschäft. Deswegen, ich fand das schon spannend, aber das wäre dann auch wieder was, da, wenn sich jemand findet, der sein Know-how reinsteuern möchte, dann bin ich dafür gerne bereit. Ganz, ganz eindeutig. Ja. So, dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit und wer noch was sehen will, unten ist der Stand.